Start Nummer 40, Tesla, Abroll Racing Machine. Was? Tesa, ach du liebe Güte, ihr macht auch noch Werbung, wie geht das denn? Aus Münster, Markus, Andreas, Oliver und Thomas, die hier schon gute Laune verbreiten. Und jetzt Tesa, Abroll Racing Machine, macht euch locker, macht euch fit, die 30 Sekunden laufen ab jetzt. Hallo Herren, gleich kommt euch das Team auf Hilfe. Das Tesa Abroll Racing Team, so richtig die Bude. Los geht's. Und dieses Bespringen ist wunderschön, das erinnert mich an die Leningrad Cowboys. In Finnland sind diese Luftgitarrenwettbewerber auch groß in Mode. Sensationell, er geht hier wie Slash auf die Knie. Junge, vergiss nicht deinen Start, du musst jetzt langsam mal loslegen. Die 30 Sekunden sind um. Und Neil, unser Starter, sagt den Leuten Bescheid. Mit der Nummer 40, Tesla Abroll Racing Machine aus Münster, Nordrhein-Westfalen, wird hier auf die Strecke geschickt. Da könnte noch ein bisschen mehr Topspeed kommen. Die G-Kraft 0,1 Sekunden, 2,83 der Start, 161 der Puls, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Topspeed 30. Schön sieht dieses feuerbrose Spielmobil aus. Die schnellste Tesa-Rolle der Welt nimmt hier Fahrt auf. Wo sind die G-Kräfte? Wo sind die G-Kräfte? Die müssen jetzt noch auf die Strecke laufen oder ein bisschen anschieben. Ansonsten bleibt hier die Tesa-Rolle stehen und verhungern hier. Ich glaube, die werfen gerade den Rettungsanker. Und gleich muss auch unser ADAC wieder eingreifen. Ach du liebe Güte. Jetzt in die Schikane rein. In die Schikane. Wir sind schon bei 52 Sekunden. Es wird wieder die Entdeckung der Langsamkeit. Wo ist das Tesa-Papier? Wo ist das Tesa-Papier? Die Tesa-Rolle sehen wir jetzt. Jetzt geht es runter. Gott sei Dank das Gefälle. Gott sei Dank. Und jetzt geht die Kiste kaputt. Wollen wir wetten? Nee, bei dem Tempo nicht. Simon, sensationell. Die Tesa-Rolle ist im Ziel. Aber ich glaube, es reicht nicht für die ersten 10 Plätze. Es war ein bisschen langsam, aber wer hätte das gedacht, dass so ein tierisch hohes Fahrzeug, also diese Tesa-Rolle ist ja wirklich von der Aerodynamik, von der Statik, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, an Seitenkiste, schmal und hoch. Wer hätte gedacht, dass sie so heil hier ankommt? Also, naja, gut ab. Da sehen wir auch nochmal auf so eine Art Nose-Wheelie, auch so ein bisschen wie der Julien Dupont eben. Kein hoher Sprung. 23. Platz. Ja. Schöner Auftritt jedenfalls. Ab 9:15. Was soll ich jetzt was sagen? Was sagst du denn dazu? Es war maßstabsgetreu. Es ist heile angekommen, weil unser Schamann das gebaut hat. Alles gut. Ja, dann. Herzlichen Glückwunsch, Männer. Ihr seid super. Ich liebe euch alle. Mittlerweile spielen sich sehr geil. Viel mit. Werfen von sehr gut. Ja, aber das ist das Dreh oder sonst was? Wahrscheinlich dann. Wie viele Kilo haben wir? Und zufrieden? Hi. Was hat es auf jeden Fall gemacht? Super. Ne? Und wir haben eine Unterschrift vom Vettel auf der Seifenkiste. Das nimmt nicht keiner mehr. Eine Unterschrift vom Vettel auf der Kiste. Ist das geil? Und die ist unten heile geblieben. Ja, Feierabend. Hat sonst nirgends Unterschrift auf der Seifenkiste. Bei uns kann genau passen, wo wir unten starten. Eine wunderschöne. Komm ran hier. Hier viel Staub im Ziel bei Simon. Das ist super. Ich hätte es gerade hoch, das ist unterschreibt mein Ziel. Hätte ich in der Hand gehabt, dreht das um. Komm, wo denn? Ja, oben auf der Kiste. Ja. Nee. Einzige Unterschuss auf der Randkiste. Direkt bei eBay. Oder wollt ihr bei allen? Oh, moin. Ja, cool. Ja, da, Fäger. Hier kannst du sehen, auf Alarm. Du bist ja immer noch voll am Zittern. Voll am Schwitzen. Misst mal deinen Puls. Misst mal deinen Puls. Ich kann gerade keine Ahnung. Wann haben wir die unterwegs verloren? Wann haben wir die auch mit ihr